Sodele, moin moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen, chilligen, ruhigen, entspannenden Folge Survival Fountain of Youth. Mal wieder im Moment täglich hier, weil wir haben nichts anderes mehr, ne? Außer noch ein paar Demos. Ist ja alles zu Ende gegangen, müssen wir uns mal ein paar neue Spiele suchen, beziehungsweise morgen geht's ja dann, ich hoffe, inständig mit Aska los. Da freue ich mich schon mega drauf. Ja, was machen wir heute? Erstmal können wir mal gucken, ob da noch was drin ist, ich weiß es gar nicht mehr. So, da ist aber nichts mehr drin. Wir haben ja jetzt gut Wasser auf die Tasche gelegt. Wir können auch nochmal die Kokosnüsse essen hier. Beziehungsweise trinken. Damit die wegkommen, bevor sie vergammeln. Das möchte ich nicht. Das ist zu schade. So, haben wir das überhaupt noch hier drin? Da ist, glaube ich, nichts mehr drin. Die haben wir schon alle gesoffen, gegessen, was weiß ich. Und dann möchte ich heute echt mal versuchen, einen Bogen und Pfeile hinzubringen. Beziehungsweise Pfeile haben wir ja schon. Ein paar Holzpfeile hier. Tagebuch und so weiter. Müssen wir schauen. Den stellen wir mal her. Dankeschön. Es wird immer besser und besser. Je mehr ich mich hier reingefuchst habe, umso mehr geht's los, ne? Es kam auch noch die Idee, ich sollte mir eine eigene Werkzeugkiste machen, wo ich die Sachen alle reinpacke, damit ich nicht immer wie ein Blöder hier suchen muss. 10 Eier? Stimmt, die hatten wir vom Dingens, ne? Aber können wir die irgendwie beschriften? Ansonsten muss ich mir die immer irgendwo hinstellen. Dann stelle ich mir eine Kiste neben das Feuer, fürs Essen, eine Kiste irgendwo hier hin, für Werkzeuge und, ne? Aber so, im Moment, alles platzieren, platziere das Gleiche. Geht das? Rein da, jawohl. Guck. Und dann haben wir noch Platz für die, da haben wir noch Platz für die Würmer. Wobei, die Würmer könnten wir in die Dingens legen. Die langen Stöcke und so, die will ich mal behalten. Die kann da rein. Das ist unser Kokosnussgefäß, das ist noch ganz gut. Nicht kaputt, passt. So, essen müssten wir was, aber noch ist in Ordnung. Liegt da was drunter? Nein. So, wenn ich jetzt hier rangehe, abbrechen. Können wir denn noch eine Falle bauen? Bestimmt. Hätten wir. Brauchen nur 4 Stöcke dafür. Okay. Die hätten wir hinten. Aber den großen Stein wollte ich eigentlich behalten, um die Säge hier, obwohl die ist ganz. Dann gehen wir das doch mal holen und dann machen wir ein bisschen weiter weg noch eine Falle mit den Würmern. Ich meine nämlich, daraus konnten wir auch eine Falle bauen. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. So, da ist schon wieder eine da. Nice. Lassen wir erstmal. Brauchen wir ja nicht. Ausreißen. Die Schildkröte müsste jetzt bald auch wieder kommen. Das können wir schon mitnehmen. Die brauchen wir nämlich, glaube ich, für den Bogen. So. Pfeil und Bogen. Damit will ich mal versuchen umzugehen, dass wir dann das Huhn kommen und Co. Und dann, ganz wichtig, möchte ich heute den... da liegt noch ein großer Stein. Den können wir auch mitnehmen. Einer. Kommt da echt nur einer raus? Dein Ernst? Warum kommt denn da nur einer raus? Da kommen 10 raus. Okay. So, dann können wir den direkt mitnehmen. Und über... Weißt du, was wir machen? Wir tun die Falle hier auf den Weg bauen. Herstellung. Falle. So, genau. Platzieren. Tun die jetzt ganz frech hier hinstellen. So. Und dann wird die gebaut. Zack. Bauen. Bitteschön. Haha, bin ich mal gespannt. So, was kann man da reintun? Würmer. Krabbenköder. Voraussetzung, Würmer. Haben wir doch einen. Warum geht das nicht? Wir haben noch keine Krabben gefangen, ne? Du hast eine gewisse Chance. Oder das ist zu weit weg hier für die Krabben. Das kann natürlich sein. Hm, das ist natürlich doof. Dann müssen wir ändern. Dann kommen da die Marderhunde hin und die Krabben an den Strand. Das ist jetzt das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, warum das nicht funktioniert. So, wir haben 2 sehr, sehr lange Kommentare vom Didi. Beziehungsweise einen langen und einen etwas kürzeren. Warte, ist das ein Vogel? Das ist das Huhn, ne? Nicht das Treffen damit. Der ist natürlich wieder zu kurz, weißt du? Der ist wieder zu kurz. Die einen zu lang, die anderen zu kurz. Puh. So. Sehr schön. Gehen wir mal gerade hier rein. Hier sind wir sicher. Wir kriegen keinen Sonnenbrand. Und lesen den Kommentar vom Didi. Der schreibt nämlich, superklasse Folge, Ede. Du hast natürlich Punkte verteilt in Essen und Trinken. Daher geht es auch langsamer runter. Aber trotzdem, mit den Bananen hast du schon viel gewonnen. Außerdem macht sich eine gute körperliche Verfassung enorm bemerkbar. Richtig gemacht. Die Resis erneuern sich auch bald. Glückwunsch zu einem richtigen Zuhause. Ich glaube, du bekommst Ressourcen wieder, wenn du die Blätterhütte abreißt.
Nun bist du bereit, weiter zu erkunden und geheime Orte zu suchen. Vergiss nicht, weiter zu kartieren und deine Ausrüstung zu pflegen. Bin begeistert, wie du immer mehr Freude am Spiel hast und mit deinen Aufgaben wächst. Super tolle Folge, Robinson Ede. Noch angemerkt, für weitere Gebiete stand dort entweder das oder das oder das. Du musst nicht alle drei Sachen haben, du kannst neue Gebiete erschließen. Nochmal Daumen hoch. Dankeschön, lieber Didi. Und ja, das mit dem das oder das, irgendwie kriege ich es nie auf die Reihe. Ich meine immer, ich brauche alles. So, wo du das gerade sagst, ich kann ja hier einmal essen. Nam, 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 das passt. Dann haben wir noch zweimal Bananen, da ist das. Guck mal, hier ist auch die Kokosnuss, ich Depp. Die kann ich trinken. War die wieder in dem anderen? Gut. Aber dann haben wir jetzt alles voll. 71 reicht auch erstmal. Irische Seen. Gucken wir mal, was wir für den Bogen brauchen. Kann ich den überhaupt so auf Hand herstellen? Oder Fernkampfwaffe? Wir brauchen noch lange Stöcke. Einen langen Stock brauchen wir noch. Okay, und was ist das hier? Bogenrahmen. Wofür? Komplexere Herstellung kann aus biegsamen Ästen hergestellt werden. Okay. Machen wir erstmal einen schwachen Bogen. Der reicht für den Anfang, würde ich sagen. Dafür brauchen wir noch einen langen Ast. Gucken wir, wo wir die kriegen. Hier drin irgendwo, ne? Da, langer Stock. Ich meine, wir haben ja schon drei Stück, ne? Gehen wir noch ein paar lange Stöcke holen. Dann können wir uns mal einen Bogen bauen. Versuchen mit dem Bogen das Hühnchen zu erschießen. Das möchte ich mal testen. So. Sehr schön. Ich hoffe auch, gehen wir mal da hinten hin, da ist mehr. Dass dann unser Gewächshaus da, ich nenne es jetzt mal Gewächshaus, mir fällt wieder der Name nicht an. Der Pflanztopf, das Pflanzbeet, wie auch immer. Dass das dann von alleine bewässert wird durch unsere, durch den Regen. Warum komme ich hier nicht hoch? Ist das zu steil oder was? Runter geht immer, aber rauf nicht, oder wie? Oder wo, oder wer? Ach, da ist schon wieder so ein Vieh. Ich nehme dich direkt mit, mein Freund. Vergiss es. Dankeschön. Ruhe, Kackvieh. Können wir mal direkt ausprobieren. Stellen wir uns hier hin. Herstellung. Bogen. Schwacher Bogen. Ach, Lianenseil. Das ist hinten drin. Das müssen wir holen gehen. Machen wir mal schnell. Haha. So. Sehr schön, sehr schön. Dupti-dupti-du. Ach, ist das cool. Das gefällt mir sehr. Jetzt könnte es ruhig wieder Regen geben, dass wir noch ein bisschen mehr Wasser kriegen. Und hört ihr das? Wie schön die Vögel zwitschern. Sehr schön, ne? Sehr, sehr schön. Was haben wir denn hier? Natürliche Erholung. Mann. Es bringt echt viel. Und um darauf zurückzukommen, lieber Didi, ne? Und auch ein Gruß an Hallo Hallo. Der hat das schon gemerkt, ne? Ich muss sagen, das Spiel hier, das ist auch. Es ist schwer, aber ich komme hier besser rein oder ich finde es nicht so überladen wie Soul Mask, ja? Weil deswegen Gruß an Hallo Hallo, falls du das hier auch schaust, ne? Der hatte das da schon geschrieben. Man merkt, dass mir das nicht wirklich Spaß macht, ja? Muss ich sagen, ja. Weil es ist einfach too much, total überladen und ich habe nicht die Zeit, um mich da wirklich so reinzufuchsen, kompletti. So, und da irgendwas Halbherziges hinzurotzen, ist dann nicht fair euch gegenüber, die ihre Zeit darin verbringen, ne? So, Liane. Haben wir denn Lianenseil auch noch? Haben wir das nicht hinten hingepackt? Hier nur eins drin. Das ist, glaube ich, das Huhn, ne? Dann haben wir noch vier Lianenseile, dann kannst du dahin. So, jetzt müsste ich den hier herstellen können. Kann ich, aber nur an der normalen Werkbank. Die steht hier. Kann ich den nicht an der erweiterten? Muss ich doch hier auch bauen können, oder? Das wäre ja lächerlich, wenn ich den hier nicht bauen kann. Arbeiten Sie jetzt. 1,5 Stunden und der Bogen ist fertig. Das muss ich nur immer tauschen. Pfeile wechseln. So. Oh. Kriege ich den Pfeil wieder? Oder ist der weg? Ich kriege ihn wieder. Okay, aber das Huhn ist weg. Ne? Wo ist es hin? Da hinterm Stein. Da muss man echt gucken und üben. Da ist noch eins. So. Ja, genau. Renn weg. Machst du gut. Ganz toll. Haben wir nur einen Pfeil oder was? Ich will doch nur das Huhn treffen.
Wo ist es hin? Ja, so eine Hühnerjagd, die ist schwer, ne? Kann ich nur sagen. Leck mich doch. Blödes Vieh. Weißt du, sonst eiern sie immer bei uns ums Haus rum und machen nichts und jetzt sind sie direkt weg. Ja, noch besser. Dann nehme ich halt, ne? Wir haben mal wieder kein Schneidewerkzeug dabei. Jawohl. Habe ich das hier drin? Nein. Von alleine umgefallen. Nehme ich gerne mit, aber müssen wir gerade ein Schneidewerkzeug holen. Tiss. Wurfmodus. Ich will keine Axt werfen. Lass mal. So, haben wir hier noch irgendwo ein Schneidewerkzeug drin? Haben wir da. Aber der hat nicht sonderlich viel. Der hier hat mehr. Den hier kann ich eigentlich fallen lassen, ne? Brauchen wir nicht. So, ich hoffe, du bist noch da, wenn ich ankomme. Ist das andere Huhn? Daneben. Ja, das üben wir nochmal. Aber hier hinten lag ja das eine und da ist noch ein Stein drauf. Warum liegt hier oben drauf ein Stein? Ich meine, ich sag nicht nein, ne? Man muss genau hinschauen, aber ja. So. Wer auch immer das Huhn umgebracht hat, wir bereichern uns daran. Ernten, her damit. Wir können nichts verschwenden hier. F ins Inventar liegen, hinzugefügt Wildhuhn. Hä? Was bringt mir das? Tierkadaver legen ihn auf dem Boden ab, um ihn zu zerlegen und wertvolle Ressourcen zu sammeln. Oha! Na dann. Machen wir das doch mal bei uns im Sand. Da bin ich jetzt aber gespannt, du. Da bin ich gespannt. So, also, jetzt haben wir auch noch einen Bogen. Ein Huhn gefangen, auch wenn wir es nicht erschossen haben mit unserem Bogen. Wir sagen nicht nein, ne? Sind kein Kostverächter hier. So, dann leg das mal hier hin. Wie kann ich denn jetzt hier, keine Ressourcen? Okay. Verschwindet das einfach oder kann ich das jetzt hier mit zerlegen noch? Pieksi, pieksi. Okay, nee, geht nicht. Dann weg mit dem Huhn. Raus da. Bogen. Hierhin. Ist ja interessant, dass der nichts wiegt. Müssen wir noch ein paar machen. Okay, so. Haben wir hier noch Platz? Haben wir. Die Eier können da drauf. Das Fleisch müssen wir eigentlich direkt kochen, ne? 5 Tage hält das, okay. So, kann da hin. Der Stein kann hier rein. Die Stöcke können hier rein. Wir müssen echt mal aufräumen. Und noch ein paar Kisten bauen. So, hier haben wir noch ein bisschen Platz. Hier kann der massive Stein rein. Können die hier rein. Die kann raus. Oh, bleibt drin. Bleibt drin. Bleibt drin. Bleibt drin. Und hier rein. Behälter voll. Okay. Alles klar. Dann müssen wir gucken. Mach mal an. Ein Zunder, entzünden. Langsam werden wir ja besser, ne? So, nochmal. Nein. Noch einmal können wir versuchen. Nein. So, und jetzt müssen wir den wieder reparieren. Womit reparieren wir den? Zerstören, nein, reparieren. Mit kleinen Ästen. Wurde auch gesagt, immer schön reparieren. Weil wir ja dann unsere Skills verbessern, ne? Tykiatoba-Harz. Das nehmen wir mal mit. Dann haben wir nämlich hier einen Firestarter-Zunder. So, entzünde mal. Zack, schon funktioniert's, ne? Können wir 2-mal gebratenes Fleisch machen. Warum haben wir nur 1-mal rohes Fleisch? Ich hatte doch 2 hier. Wir haben 2-mal rohes Fleisch. Und er sagt, ich kann nur 1-mal? Nein, beide will ich herstellen. Sehr gut. Dankeschön. Sonst noch irgendwas, was wir hier machen können? 2 Eier, die können wir auch noch herstellen. Sehr gut. Krabbe und so weiter. Nein! Passt alles, dann macht das Ding mal wieder aus. Weil wir müssen Ressourcen sparen. So, den hier hin. Dann tue ich den Bogen mal auf Seite legen, würde ich sagen. Aber wir haben halt nirgendwo mehr Platz. Alles voll. Wir müssen eine neue Kiste bauen.
So, Weißmagier schreibt, wieder sehr schön gespielt. Auf dem Hügel neben der Umzäunung ist ein Tempel mit einem Trank. Könnte Wasser des Lebens sein. In dem Tempel lässt es sich auch gut wohnen. Du solltest eine Kiste nur mit Werkzeug anlegen. Dann hättest gesehen, dass du noch einen zweiten Hammer besitzt. An deiner Kampftechnik musst du noch etwas arbeiten. Wenn du rechtzeitig zustößt, kommst du ohne Schaden davon. Auch ein Speer mit Stein, Knochen oder Obsidianspitze wäre gut. Macht mehr Schaden an den Tieren. Weiter so, ist echt spannend, dir zuzusehen, wie du in voller Hektik spielst und es doch irgendwie gebacken bekommst. Ja, das ist halt mein Spielstil, ne? Weißmagier, that's Ede, wie er leibt und lebt. Aber ja, könnten wir auch mal nachgucken, nach einem besseren Speer. Es wird schon wieder dunkel, das heißt, wir müssen schon wieder pennen. 9 Stunden, geht das? Schlafen wir, jawohl. Sehr gut. Tagesaufgang. Gut ausgeschlafen und voller Tatendrang. Schauen wir mal, Herstellung, Kiste. Gucken wir mal jetzt nach Kisten hier. Kiste aus, was aus Stöcken? Können wir sogar machen. Platzier mal. Dann platzieren wir die, sollen wir die hier platzieren? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo wir die platzieren sollen. Wir könnten die hier platzieren. So, weil wir müssen die Bude auf jeden Fall noch vergrößern. So, stell mal hin. Herstellen. Bauen. 1 Stunde, ey. So, und jetzt könnten wir schon mal anfangen, hier ein bisschen zu sortieren. Was haben wir denn hier? Verbesserte Fackel lassen wir erstmal. Fischgrätennadel, das ist ein Werkzeug. Der hölzerne Speer, den nehme ich auch mal mit. So, was ist das hier? Feuersteinscherbe, nein. Dann können wir gleich mal gucken. Säge ist auch ein Werkzeug. Hammer sind Werkzeuge. Ich hätte die gerne beschriftet. Die Axt ist ein Werkzeug, die Axt ist ein Werkzeug, der Keil ist ein Werkzeug. Auch die kaputten tue ich jetzt mal da rein. Mal gucken. Biegsamer Ast, nein. Wir haben auch einiges doppelt hier drin liegen, denke ich mal. Schlangentrank ist egal. So, in die Kiste hier kommt jetzt das Zeug rein, das ganze Werkzeug. Alles rein da. Dann können wir mal gucken, ob wir noch was haben. Das ist gebratenes Fleisch, das ist die Nadel. Das ist der Speer, dann kann ich den Bogen und so auch da rein tun und den Feuerstarter mal. Ast, Steinsäge und immer nur das rausnehmen, was ich gerade brauche. Spiegelei können wir essen. Nom nom können wir essen, jawohl. Passt. Das ist das Yatoba-Harz, das kommt dann wieder hier rein erstmal. So, bitteschön. Und hier ist noch ein Feuerkeil, Steinschneider. Die sind jetzt alle kaputt hier. Die Frage ist, sollen wir die reparieren oder sollen wir sie wegwerfen? So, mal gucken. Jetzt lass mal gucken. Hier, Herstellung, Speer. Wir können schon wieder was Neues herstellen. Was denn? Was ist denn neu hier, wenn ich fragen darf? Beim Haus. So, was ist das? Rauchsignal. Stößt eine sehr lange Zeit Rauch aus. Kann verwendet werden, um meinen Ort zu markieren. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ne? Also, ich weiß, wo wir wohnen hier. Das ist ein Dock. Das ist ein Laubdach. Das brauchen wir alles nicht. Zweiglager, Baumstammlager, kann nach draußen. Aber dann müssen wir, wie gesagt, erstmal die Butze erweitern. Später. Jetzt möchte ich erstmal, wo war es? Beim Essen hier irgendwo, ne? Das Dingens hinpacken. So, da, die Farm. Genau. Guck, dafür brauchen wir 6 geteilte Baumstämme und einen hohlen Baumstamm. Platzieren wir das Ding erstmal hier draußen. Dazu muss ich erstmal wieder hier die Tür aufmachen. Muss auch noch alles weg dann. Wir könnten das hier noch alles erweitern und größer machen. Auf jeden Fall, so dass es vielleicht bis hierhin geht. Und dann gehen wir hier so raus. Mal gucken. Wir werden das schon hinkriegen. So, was haben wir hier hinten drin? Ach, das sind die ganzen Steine. Zeig mal die Farm. Schon wieder hierhin. Noch was Neues. Ah, hier. Große geschützte Kiste, okay. Aufbewahrungskiste für eine größere Zahl von Gegenständen. Kann bis zu 80 Gewichtseinheiten aufbewahren, okay. Und es ist mit erhöhter Kapazität verdoppelt die Konservierungszeit von Lebensmitteln, kann bis zu 80... Ah, also die ist gut für Essen. Müssen wir uns merken. So, das heißt, wieder runter. Wo war's? Da ist die Farm. Das ist eine Kompostgrube. Erstmal nur die Farm. So, wo kann ich die denn hinsetzen hier? Nirgendwo. Alles schräg, alles schief. Darf ich die hier überhaupt hinsetzen? Hier könnte ich die hinsetzen. Fressen die Tiere da dran? Kann ich das Ding hier stehen lassen? Würde mich mal interessieren. Frag für einen Freund.
Jetzt müssen wir erstmal einen hohlen Baumstamm machen und 6 geteilte, ne? Bei Maschinen, lustigerweise. Ja, 6 geteilte und einen hohlen. Okay, gucken wir mal. So. Was ist der? Hier ist noch einer drin. Bitte gerne den hohlen herstellen. Arbeit, Arbeit. Dankeschön. So. Warte. Der muss da drauf. Bitteschön. Halber Baumstamm, geteilter Baumstamm. Platzieren. Was, ach, dafür brauchen wir die Säge. Okay. Dann können wir direkt tauschen. Da ist die Säge. So. Geteilt. Arbeit. Jawohl. Dankeschön. Noch ein. Drauf da. Geteilt. Platzieren. Arbeit. Jo. So. Kann schon mal alles da rein. Wir sind echt gut, ne? Wir sind echt gut. Gefällt mir. So. Alles platzieren. Das heißt, wir müssen jetzt noch einen fällen, ob wir wollen oder nicht. Können wir das mit unserer Axt oder ist die kaputt? Wenn es geht, immer nur die kleinen fällen. Nicht die großen. Da ist noch was drin. Das ist hier, glaube ich, Dattelpalme. Ne? Da haben wir übrigens schon wieder Datteln, siehst du. Zwar nur einmal. Können wir aber ernten. Jawohl. Hör ich da irgendwen? Hallo, mein Kleiner. Es wäre mega cool, wenn wir die fangen und domestizieren können. Das würde ich feiern. Aber ich glaube, das geht nicht. Oder, Henrik? Du schreibst, hey, ho, Ede, immer schön den Hammer reparieren oder den in der Kiste nutzen. Du bist herzlich. Weiter so. Gruß, Henrik. Dankeschön. Dankeschön. Freut mich. Oh, da ist auch wieder Frühstück. Nehmen wir direkt mit. Dankeschön. So. So sieht's aus. Was ist das? Das sind Fischgräten, glaube ich. So, du kommst da drauf. Hier schmeißen wir mal das Essen rein. Soll ja nur für Werkzeuge sein, ne? Deswegen kommt da direkt das Essen rein. Weiß Bescheid. Hat wieder lang gehalten, was ihr da erzählt. Nur für Werkzeuge. Zack, irgendein Scheiß drin. Rein da. Können direkt mal ein paar Samen mitnehmen. Was haben wir denn hier? Salbeiblumen. Verdorbenes Essen. Skorpionengift. Bandagen. Die tun doch auch hier Dingens, ne? Verwende mal. Warum verwende ich die nicht? So, Feijoa-Samen, da haben wir Hibiskus-Samen, sonst noch irgendwelche Samen, hier ein Schlangentrank, Hibiskusblumen, das sind noch die Eier, die müssen wir irgendwann auch mal machen, bevor die vergammeln. Verdirbt in 5 Tagen, okay, die Schakal-Trophäe, die ist mir gerade egal, da sind noch Kamillesamen. Dann brauchen wir den Scheiße nämlich nicht mehr sammeln gehen demnächst, sondern haben den selber bei uns angebaut. So, da ist nochmal Kaffeesamen. Tabakblätter, Obsidianscherbe. Langsam kommt auch ein bisschen, bisschen Klarheit hier rein, ne? So. Und ich hoffe, das Ding wird wirklich durchs, Wasser vom Regen hier. Eine Schaufel brauchen wir, okay. Die sollten wir vielleicht erstmal herstellen, ne? Stellen wir her. Jawohl. So, jetzt bauen. Dankeschön. Jetzt kann ich hier halt, aussetzen, Okto, schmeiß mich weg. Dankeschön. Welchen haben wir? Davon haben wir was. Hier was. Guck mal, ist schon wieder der ganze Tag rum, ne? Kaffee. Hier haben wir Kamille. So, was haben wir hier? Den Hibiskus. Hier haben wir nichts. Sonst haben wir keine, oder? Nein. Aber alles drin. Wachstum, 4 Tage, 9 Stunden, 13 Minuten, nicht genug Wasser. Okay. Wie können wir das Ding, wässern? Das können wir bestimmt irgendwie wässern. Frage ist nur, wollen wir das oder erwarten wir, dass es regnet? Ist jetzt nämlich nicht, der Tag ist schon wieder rum. Der echt schon wieder rum? Und unsere Axt ist auch kaputt. Reparier mal. Mann. So, direkt wieder tauschen hier. Können wir uns einfach die Datteln reinpfeifen. Ja, damit. Wobei wir nichts zu essen brauchen, wir brauchen was zu trinken. Siehst du mal, wie schnell die Tage rumgehen hier, ne?
Wie schnell die Tage rumgehen. So, die Schaufel kommt da rein, die Säge kommt wieder da rein. Die Steinscherbe kommt da rein, das ist der große Ast. Wir pennen wieder. Reicht das bis zum Sonnenaufgang? Ja. Jetzt müssen wir langsam wieder was trinken. Kann ich hier dran trinken? Ich kann direkt hier raus trinken. Gibt aber nicht viel, ne? Es gibt nur 5, wenn ich hier raus trinke. So, von ihm hier trinken. Lass mal gucken. Gibt auch nur 5. Schweinerei. Warum gibt das weniger als vorher? So, was können wir denn mit denen machen? Kann ich die auch noch da drauflegen? Nein. Die brauchen einen halben? Ne, die brauchen einen gewöhnlichen Baumstamm. Aber die kann ich dann hier draußen hinlegen. Erstmal. Wo sie uns nicht nerven. 1, 2, 3. So, bleib hier liegen. Dann gehst du uns nicht auf den Keks. Was sagt der Speer? Der Speer ist ganz. Da wollten wir auch noch gucken nach einem Steinspeer. Hölzerner Speer, Steinspeer. So, wir haben alles dafür. Außer einen langen Stock. Haben wir den weggeräumt? Oder müssen wir gerade wieder welchen holen gehen, ey? Da ist nichts drin. Hier ist nichts drin. Da müssen wir wieder welche holen gehen. Uns geht's echt gut, ne? Uns geht's echt gut. Das gefällt mir. So. Auf geht's! Wir brauchen einen langen Stock für einen Steinspeer. Hallo! Sie ist wieder da. Wir lassen Shigi erstmal in Ruhe, ja? Solange es uns gut geht, lassen wir Shigi in Ruhe. Und tun ihm nichts. Blöde Pute. Oh nein. Wo ist er? Lass uns in Ruhe. Will nichts mit dir zu tun haben. Halt die Klappe, ich hol mir nur einen Stock hier. So. Wir wollten einen Steinspeer herstellen. Hölzern Steinspeer, hier. Muss ich natürlich wieder für an die Werkbank. Hätte ich gesagt, wir stellen ihn hier her und machen den direkt kalt. Den komischen Hunter. So, Rambo719 schreibt, bin wieder da. Wer noch? Dankeschön für deinen Kommentar. Keine Angst, Shigi. Diesmal lasse ich dich in Ruhe. Einfach zu schön, wenn du hier bist. Was liegt da? Ach, Holz. Treibholz. Hoho. So. Warte mal. Die Würmer, haben wir die noch hier drin? Weil die ist ja jetzt leer, ne? Kann ich die jetzt da reintun? Ich glaube, nein. So. An der Werkbank machen wir uns jetzt erstmal einen Steinspeer. Da. Dass wir hier weiterkommen. Ja, bitte, Arbeit, hopp, hopp. Sehr gut. Steinspeer gegen Holzspeer. Perfekt. Das heißt, der kommt erstmal da rein. Zur Not, falls wir verrecken und uns keinen neuen machen können. So, kann ich in dem Ding hier jetzt hier Krabben packen? Nein, ich glaube, wir müssen die erst einmal fangen und dann können wir die da reinpacken, ne? 3 packen minus 2 packen ist ein Packen, ne? So. Wollen wir jetzt nochmal hier oben erkunden gehen? Aber da waren wir auch schon, ne? Wir müssten eigentlich an den Baum des Kartografen. Was wir jetzt noch machen könnten, ist hier oben zum Tempel da. Honigen, schmeiß mich weg, wo gesagt wurde, da ist auch noch Wasser drin. Das können wir machen. Wir haben 40 Leben. Ich hoffe, wir überleben das. Wir packen nur gerade die langen Stöcke und die Würmer wieder weg. Dann haben wir mehr Tragekapazität. So. Das Fleisch. Ja, komm her. Ess es, dann ist es weg. Dann sind wir auch wieder voll. Passt schon. Vielleicht finden wir ja unterwegs noch ein paar Bananen, Kokosnüsse oder was weiß ich. Wird schon werden. Können wir direkt üben mit dem Speer, dass wir hier besser... dass wir besser treffen und nicht immer selber getroffen werden. Das ist das Nest, der fliegt auch schon wieder da rum, aber den lassen wir in Ruhe. So, Ausdauer voll, noch nicht. Hallo Hühnchen. Na, da guckst du, wa? Da hinten kann man hoch. Ah, von hier aus kann man da hoch, ne? Sieht mir zumindest so aus. Wollt ihr alle von mir? Das hier ein Haufen Schrott.
Ah, wir haben die Schaufel nicht mitgenommen. Jetzt hätten wir da mal buddeln können. Gehen wir mal gucken, was hier so los ist. Außer ein Haufen Harpchen, die uns auf den Sack gehen. So, was haben wir denn hier? Nix. Gar nix. Oh, eine Schlange. Okay. So, Ruhe im Karton. Ruhe im Karton. Können wir jetzt natürlich wieder nicht ernten, weil wir die Werkzeuge alle weggepackt haben. Da-dum. Dankeschön, danke, danke. Ist hier irgendwas drin? Nein. So. Wurde auch gesagt, Schrittsuche in den Bergen am Fuße des Berges nach blablabla. Da ist schon wieder eine Schlange. So, Ruhe. Warum sind hier überall Schlangen? Wandschnitzerei? Aha. So, was wollte ich sagen? Es wurde gesagt, das ist auch ein schöner Platz für eine Base, ne? Aber ich will ja selber was bauen. Ich will ja selber was bauen. Geht das hier? Und das ist ein bisschen weit weg. Da unten ist schön flach. Da könnten wir was bauen. Wasser des Lebens. Jawohl. Das können wir direkt sabbeln. Trinken. Damit es uns besser geht hier. So. Verwenden. Jawohl. Das ist nämlich alles wieder weg. Und jetzt können wir auch aufpassen, dass wir nicht ständig sterben. So. Bitte was? Was ist hier drin? Da müssen wir auch nochmal drin gucken. So, hier irgendwas drin. Da sind Knochen. Da ist noch was Harz. Hier ist noch was. Fischgräten sind mir jetzt egal. Die nehme ich mit. Da ist noch was. Aha, hier hat man Feuer gemacht. Muss ich die hier einsetzen eventuell? Wandschnitzerei. Aha. Guck mal, schau. Oh, was eingesetzt hier. Mhm. Na toll. Bis der gezielt hat, ist das Huhn weg. Da ist noch mehr. Kann ich die auch noch da einsetzen? Gucken, ob wir das schaffen hier. So, eine fehlt noch. Wo liegt die? Das ist echt schade um die Schlangen hier. Wo ist die letzte Wandschnitzerei? Liegt die hier unten? Hm. Da unten, glaube ich. Da ist er doch. Da ist das gute Stück doch. Dankeschön. So. Moin. Du bist auf jeden Fall näher am Fischpunkt da. So. Gucken wir mal, was da rauskommt. Tada! Lied des Brunnens. Und die großen vier kehrten jung und frisch zurück, als wären nur ein paar Tage vergangen, seit sie losgesegelt waren. Und nicht Jahrzehnte. Und sie brachten den Stämmen frohe Kunde. Die große Insel war Bimini, versteckt hinter dem Nebel der Gürtel, seinen Riffen und Strömungen. Auf der Insel wimmelte es von Früchten, wilden Tieren und Pflanzen, die auf dem Archipel selten waren. Aber der wahre Schatz von Bimini war der wundersame Brunnen, den die großen vier im Herzen der Insel gefunden hatten. Das Wasser des Brunnens heilte jede Krankheit und jede Wunde. Aber selbst das war nicht sein größtes Wunder. Diejenigen, die aus dem Brunnen tranken, hörten für viele Jahre auf zu altern und blieben jung, als ob die Zeit keine Macht mehr über sie hätte. Na, schön wär's, ne? Schön wär's, aber okay. Ja. Da haben wir noch glatt einen Tempel in den Bergen gefunden. Der Tempel in den Bergen. Wir haben wieder was geschafft. Wir haben ein Feld gebaut. Wir haben einen Steinspeer. Wir haben einen Bogen. Wir haben einen Tempel in den Bergen gefunden hier. Wenn ich den Felsen da sehe, ne? Ja. Sehr schön. Und es geht uns immer besser und besser. Guck mal. Alles voll. Alles voll. Sehr geil, oder? Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Ich sag wie immer, danke für deine Zeit.